Ich weiß, Modedesign ist sowas wie ein Lebenstraum von Ihnen. Aber dazu fehlt Ihnen einfach die Kreativität. Aber das finde ich verflixt nochmal selber heraus. Ich habe Ihre Bewerbung angesehen und ich würde Sie gerne zum Vorstellungsgespräch einladen. Vincent Berg hat Eva entführt. Es ist vorbei, steigen Sie aus! Was denn, wenn du jetzt nicht schießt, haben wir nie unsere Ruhe vor ihm. Ich werde mit Eva nach Kanada gehen. Ich mache dich zu meinem Nachfolger. Unter einer Bedingung. Du lieferst mir Berg. Und dann? Was dann? Willst du ihn dann umbringen? Wir rühren sie zusammen? Ja. Wir sind die Eltern. Ich habe hier noch was zu erledigen. Willst du noch mal zu Tanja? Das war so eine gute Idee. Entschuldigung, das ist mir wohl jetzt einfach so passiert. Was jetzt genau? Das gerade, dieser Moment. Ich meine, es gab plötzlich keine Verpflichtung mehr. Es gab gar nichts. Es gab nur uns beide. Klingt schön. Aber spar dir bitte den Rest. Ich kann mir schon denken, was als nächstes kommt. Das ist doch Quatsch. Frieda, jetzt warte doch erstmal. Komm, lass es. Was soll das? Das wäre das erste Mal. Sie bleibt bei mir. Ich hab auch keinen Scheiß! Eva? Hey. Hey, alles ist gut, komm. Ich bin bei dir, alles ist gut. Hey. Du hast seit der Entführung kaum geschlafen. Das verschwindet auch, wenn wir in Kanada sind. Ja, ganz bestimmt verschwindet das. Weil ich deine Albträume höchstpersönlich verjage. Genau wie hungrige Bären. Hungrige Bären? Na klar. All die hungrigen Bären, die dann erlegt bei uns in der Hütte landen. Also die Felle vor dem Kamin natürlich. So ganz abgeschieden von der Außenwelt. Hm? Wenn er uns dann doch findet? Ja. Berg? Ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Das wird es sein. Verlass dich drauf. Ich bin so froh, dass Rebecca mir doch eine Chance gibt. Warum denn nicht? Weil Herr Hellström ihr bestimmt von mir abgeraten hat. Der kann sich so gar nicht vorstellen, dass ich in die Designabteilung passe. Zum Glück bildet sich Rebecca gerne ihre eigene Meinung. Und dass sie dich eingeladen hat, das zeigt doch, dass sie deine Arbeit schätzt. Also ich drück dir die Daumen, ja? Danke. Caro, du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass es abends wird, denn die anderen sind alle noch vor dir dran. Also hast du noch genug Zeit. Zeit? Wofür? Um dich heimlich am Fundus zu bedienen. Das ist schon in Ordnung. Du raffst das nicht, ne? Guck dir jetzt mal die anderen Kandidaten an und guck dir dich an. Was fällt dir auf? Die meisten dürften an die 10 Jahre jünger sein, aber dafür habe ich mehr Lebenserfahrung. Stimmt, du bist auch noch alt. Aber ich meinte eigentlich dein Outfit. Mir gefällt's. Caro, du bewirbst dich hier für ein Praktikum bei LCL. Wenn man die anderen Kandidaten anguckt, dann weiß man sofort, dass die gerade wissen, was angesagt ist. Aber dieses Mausgrau, das ist so inspirierend wie ein Tag der offenen Tür beim Finanzamt. Anja Kleinschmidt? Ja, ich. Ja, Sie sind die Nächste. Kommen Sie mit? Thank you.
Ansgar, was gibt's? Sebastian, gibt's irgendwelche Neuigkeiten von Berg? Nein, bisher habe ich noch keine. Okay. Komm nach Königsbrunn. Sofort. Wie jetzt? Ansgar? Hallo, Giselle. Was? Nee. Du musst mir dringend helfen. Ja, ich habe gleich mein Vorstellungsgespräch für mein Designpraktikum bei LCL. Ja, die haben mich tatsächlich eingeladen. Ich bin total aufgeregt. Aber du, was ziehe ich denn da an? Was, das Kleid im Koffer? Der Koffer? Den habe ich total vergessen. Du, danke. Bis gleich. Natürlich habe ich an deine Hühnersuppe gedacht. Ich habe sie gekocht und bringe sie dir gleich mit. Ja, bis gleich. Wie geht's denn Ihrem Hermann? Ja, das wird schon. Bisher ist ja noch niemand an einer Erkältung gestorben. Das sagen die Frauen immer. Wenn Sie auch Hühnersuppe möchten, ist es noch welche auf dem Herd. Oh, Hühnersuppe, geil. Ich dachte schon, ich muss die Grundversorgung mit Burritos stemmen, während Sie im Bergischen sind. So, ich bin dann soweit. Wenn Sie noch irgendwelche Bedenken haben, dass ich fahre, dann ist jetzt der Moment. Wieso? Sie sind doch nur einen Tag lang weg. Glauben Sie nicht, dass ich schaffe, mich einen Tag lang um Tommy zu kümmern? Wer wohl gelacht, oder Tommy? Ja, und wenn er anfängt zu quengeln, singe ich ihm einfach sämtliche venezolanische Kinderlieder vor, die ich kenne. Oh, untersteh dich. Das Trauma wird er nie wieder los. Was heißt das denn jetzt? Du weißt gar nicht, wie ich singe. Kim hat's mir erzählt. Sie sagte, dir zuzuhören sei ein echter Liebesbeweis. Ja, ist doch gut. Ich werde sie vermissen. Wie sie auch. Gute Besserung für Ihren Mann. Werde ich ausrichten. Ja. Von mir auch. Danke, sag ich. Gute Reise. Ich glaube, unsere kleine Speckbacke vermisst sie jetzt schon. Soll ich sie gleich holen oder warten wir noch? Nein, natürlich nicht. Ich wäre wohl gelacht, wenn wir es nicht schaffen, ihn einen Tag lang zu betreuen, oder? Na, siehst du. Dann lach doch mal wieder. Wie sehe ich aus? Meine Schwester hat mich beraten. Hat sie echt gesagt, du sollst dieses Strickzelt anziehen? Sie meinte, ich soll ein Kleid anziehen. Aber am besten zieht man doch an, worin man sich wohlfühlt. So, und jetzt hätte ich gerne ein paar Tipps. Wie verhalte ich mich beim Einstellungsgespräch? Okay, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da auf die richtige Mischung ankommt. Du musst selbstbewusst wirken, ohne dass du großkotzig rüberkommst. Aber wie hat dann Tore Hellström je einen Job abgekriegt? Ja, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie finde ich den dabei ja sogar noch sexy. Ach, habe ich ganz vergessen, du ja auch. Mumpitz, ich muss geistig umnachtet gewesen sein, als ich... Als du sexuelle Fantasien von ihm hattest? Könnten wir dieses Thema bitte ein für alle Mal begraben? Nö, dafür ist es viel zu lustig. Ich würde mich jetzt gerne auf das Vorstellungsgespräch konzentrieren. Okay. Was hältst du davon, wenn wir so einen kleinen Testdurchlauf machen? Ich finde, das bringt total viel. Lena Herzog, warum bewerben Sie sich denn bei mir? Ich präzisiere, warum wollen Sie ausgerechnet bei LCL ein Praktikum machen? LCL ist eins der ganz wenigen deutschen Modelabel, die einen festen Platz in der internationalen High Fashion haben. Aber LCL steht nicht nur für klassische Haute Couture, sondern auch für innovative, junge Trends. Mehr als hier kann ich nirgendwo über Mode lernen. Florentine König. Was erwarten Sie sich von diesem Praktikum? Tiefere Einblicke in die Entwicklung einer Kollektion. Können Sie das präzisieren? Was die finanzielle Seite angeht, bin ich absolut firm. Ich brenne darauf, die kreativen Prozesse kennenzulernen. Wie entsteht ein Design? Wie entsteht eine Vision? Mich interessiert jeder einzelne Schritt. Von der ersten Idee bis hin zur fertigen Kollektion. Und was bringen Sie mit, das uns interessieren könnte? Meine Liebe zur Mode. Das heißt, ich bin hochmotiviert und ich lerne schnell. Und ich werde 100% geben, weil ich weiß, dass dieses Praktikum eine Riesenchance für mich ist. Ich werde Sie nicht enttäuschen.
Vielen Dank. Sie hören von uns. Danke. Danke. Das war super. Du bist perfekt vorbereitet. Das war interessiert, überzeugend, auf deine Art sogar ein bisschen sexy. Also, wenn du hier nicht schon arbeiten würdest, ich würde dich hier anstellen. Ich kann aber nur Teilzeit. Klar, ab morgen bist du ja Designpraktikantin bei LCL. Da klopfe ich vorher lieber noch mal auf Holz. Nur zu. Hey Frieda, ich bin's. Wenn du das abhörst, dann ruf mich doch bitte mal zurück, ja? Ich würde gerne noch mal mit dir reden. Moment mal. Erstmal reden wir. Nur deswegen bin ich doch hergekommen. Auf Emmas Dreirad oder was? Ich warte seit einer Stunde. Ich will jetzt wissen, was du über Berg rausgekriegt hast. Ich bin dran. Das habe ich mir gedacht. Sebastian, wir haben hier einen Deal. Ich übertrage dir die Macht und dafür lieferst du mir diese Ratte ans Messer. Ich habe dir doch gerade gesagt, ich arbeite daran. Und mir reicht das nicht. Du weißt, was Berg Eva angetan hat. Sie ist immer noch fix und fertig. Wenn ich mit ihr nach Kanada gehe, will ich sicher sein, dass wir dort sicher sind. Jetzt mach dir nicht ins Hemd. Wahrscheinlich ist er sowieso längst untergetaucht. Wenn du mir seine Tochter geliefert hättest, hätte ich ihn in der Hand. Ja, klar. Ansgar hat doch gar nicht so unrecht. Berg weiß auch, dass jetzt verstärkt nach ihm gefahndet wird. Glaubst du, da geht da irgendein Risiko ein? Du hättest ihn bei der Geldübergabe erschießen sollen. Ansgar, er war unbewaffnet. Das ist mir doch egal. Ich will, dass dieses Schwein dafür büßt, was er Eva angetan hat. Ich sag dir dann Bescheid, sobald ich irgendwas in Erfahrung bringe. Moment noch. Wenn du nicht ewig die Nummer 2 bleiben willst, dann lieferst du mir diese Ratte. Super, danke Marlene. Ich bin im No Limits, aber ich mach mich gleich auf den Weg. Bis gleich. Geht's los? Marlene schätzt, dass ich bald drankomme, ja? Immer noch nervös. Wieder? Du bist doch jetzt bestens vorbereitet. Stimmt. Also dann, auf in den Kampf. Willst du nicht lieber dieses Ding ausziehen? Wieso? Weil dir jetzt schon warm ist, wenn du dann noch mit Torin im Raum sitzen musst. Ach, papalapap, um so profane Dinge wie Praktikantenauswahl kümmert der sich doch nicht. Caro, wenn du dir in dem Ding auch noch warme Gedanken machst, dann schwillt dein Kopf an wie ein Feuermelder und du kriegst einen Hitzschlag. Wegen Tore Hellström, diesem chauvinistischen Schwachkopf, na sicher. Siehst du, es geht doch schon wieder los. Jetzt zieh endlich dieses Truppenzelt aus. Das geht nicht. Wieso? Hast du nichts drunter? Doch, aber... Aber was? Das bringt mir Glück. Okay, setz dich zur Not ans offene Fenster, aber lass auf jeden Fall diese Jacke zu. Moment! Deine Glückszitrone. Wie lieb. Ansgar. Ist dir besser? Nicht wirklich. Bis vorhin hatte ich noch Angst vor Berg. Aber jetzt habe ich Angst um dich. Ich habe Sebastian und dich gehört. Was hast du vor? Ich will einfach, dass wir ruhig schlafen können. Ohne dass ich Angst haben muss, dass Berg dir oder Hannes oder Kim irgendwas antut. Oder deiner Mutter. Das vorhin hat sich wahrscheinlich dramatischer angehört, als es gemeint war. Du würdest ihn umbringen. Ansgar, ich will nicht, dass du dich wegen ihm nochmal in Gefahr bringst. Eva. Du würdest dich doch auch erst wieder sicher fühlen, wenn dieser Kerl hinter Schloss und Riegel ist. Hör zu,
du, ich will mit dir ein unbeschwertes, ruhiges Leben in Kanada führen, ohne Angst haben zu müssen vor jedem Auto, was sich unserem Haus nähert. Hey. Berg und ich, wir sind uns in einer Sache sehr ähnlich. Wir geben beide nie auf. Er würde irgendwann wissen, wo wir sind. Ich muss das zu Ende bringen, hier und jetzt. Verstehst du das nicht? Versuch's. Weißt du, ich kann auch noch mal das Bahnhof aufmachen und die Milch heiß machen, wenn das ein Problem ist. Oder vielleicht einen kleinen Schluck Rum mit dazu? Rum? Also damit hast du dich als Babysitter für alle Zeiten ins Ausgeschossen. Ich will ihn doch nicht abfüllen. Nur ein kleiner Tropfen hat meine Mama auch immer gemacht, wenn ich nicht schlafen wollte. Also, da wundert mich jetzt aber gar nichts mehr. Die hat dir offenbar mit Schnaps das Hirn aufgeweicht. Also auf sowas kommt doch nur Bekloppte. Hör mal auf. Hast du gerade was gegen meine Mutter gesagt? Bist du Stress oder was? Nein, alles cool. Ruf leise an. Sie Schumann. Da kann ich euch jetzt nicht rangehen. Ist doch voll peinlich, wenn die mitkriegt, dass ich den Kleinen nicht im Griff habe. Jetzt geh schon ran, vielleicht weiß sie ja, wie wir ihn ruhig kriegen. Los. Tut mir bitte einen Gefallen. Sei jetzt mal leise, ja? Bitte. Nur ganz kurz. Nur mal ganz kurz aufhören. Ja? Warte, sei mal bitte ganz leise. Frau Schumann, hallo. Na, ist hier Zug liegen geblieben oder was los? Nein, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich gut angekommen bin und fragen, ob alles in Ordnung ist. Ja, ja, nee, hier ist alles in Ordnung. Alles bestens. Oh je, ist das Tommy, der da so schreit? Was? Tommy. Ach so, ja, das ist Tommy. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich habe ihm das Fläschchen gegeben, er hat ein Bäuerchen gemacht und hat eine frische Windel um, aber irgendwie drückt ihn was. Also krank ist er aber nicht. Tja, genau das hätte ich auch alles gemacht. Ja. Ich bin mit meinem Latein ein bisschen am Ende. Haben Sie vielleicht noch eine Idee? Kennen Sie das Lied von den Elefanten und den Bäumen? Wenn ich Ihnen das vorsinge, dann schläft er eigentlich immer ein. Nee, kenne ich nicht. Ja, aber warten Sie mal. Können Sie das nicht mal eben singen? Warten Sie mal, Frau Schumann. Ich stelle Sie mal auf laut. Jetzt singen Sie noch mal, bitte. Er hört mit. Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen? Frau Schumann, ich glaube, Sie können aufhören. Das hat gewirkt. Sie sind ein Genie. Aber wenn noch was ist, dann rufen Sie mich jederzeit an, ja? Ja, was soll denn sein? Ich habe das schon im Griff hier. Alles gut. Tschüss, Frau Schumann. Gibt's ja nicht. Kannst du es noch mal singen? Weißt du, ich habe gerade verstanden, ich soll noch mal singen. Hab ich auch gesagt. Wieso soll ich denn singen? Sing du doch! Kenn das Lied doch ja, gar ich nicht. Ja, als ob ich das kennen würde. Hey, Tommy. Hey. Dann singen wir zusammen. Los, auf drei. Eins, zwei. Was müssen das für Sträuche? Bäume. Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen und die kleinen Katzen sich an. Das bringt doch alles. Komm, am besten wir gehen einfach da, wo die Elefanten spazieren gehen, in den Zoo. Das gefällt ihm vielleicht. Das ist eine gute Idee. Los. Setzen Sie sich doch bitte. Danke, gerne. So, was wollen Sie von mir wissen? Wir warten noch auf Herrn Hellström. Ich komme. Ah, Frau Schulz, ich sehe, haben Sie sich richtig in Schale geworfen, in eine ganz besonders dicke Schale. Sagen Sie, wollen Sie nicht lieber was ausziehen? Diese Schale ist eine Jacke und die behalte ich lieber an. Es ist ein wenig kühl hier. Na, an mir liegt sicherlich nicht. Dann würde ich doch sagen, fangen wir an. Ja, Frau Schulz, dann sagen Sie uns doch mal, warum ausgerechnet Sie ein Praktikum bei LCL machen wollen. Außer LCL gibt es nicht viele deutsche Modelabel, die einen festen Platz in der internationalen High Fashion haben. Aber die anderen stehen alle für klassische Haute Couture. Wobei das nur nicht arrogant klingen soll. Ich bin ja noch nicht einmal Praktikantin. Was ich damit meine, LCL bietet mehr als die anderen Label. Es steht auch für Innovation und aufsehenerregende Trends mit Pfiff. Also wollen Sie nicht doch lieber was ausziehen? Los, jetzt ziehen Sie schon dieses verdammte Ding aus. Sie
Sie wollen also, dass ich mich ausziehe? Okay. An was haben Sie gerade gedacht? Wieso? Sie hatten so einen ungewöhnlich beseelten Blick. Also, was ich noch sagen wollte, LCL ist heiß, nicht heiß, eher innovativ. Ja, das haben Sie schon gesagt. Haben wir doch schon mal. Na gut, zweite Runde. Ja, wir gehen noch mal zu den Elefanten. Und dann singen wir auch noch mal das Lied. Hast du nicht gesehen, wie die Leute geguckt haben, als wir das Lied gesungen haben? Denen haben unsere Stimmen genauso wenig gefallen wie Tommy auch. Ruf doch einfach Biggie an und frag sie, ob sie das Lied noch mal singen kann. Nein, das werde ich nicht tun. Um einzugestehen, dass ich als Vater ein Versager bin? Schlimm genug, dass sich die Elefanten umgedreht haben, als wir das Lied gesungen haben. Ich hätte doch den Rum mitnehmen sollen. Da hätte ich mir wenigstens ein bisschen Mut antrinken. Wahrscheinlich würdest du noch besser singen. Ja, und du würdest besser aussehen. Diese himmlische Ruhe. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich wollte Sie nicht wecken. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Bitte geben Sie Acht. Hier könnten Scherben liegen, ja. Sind Sie religiös? Dann dürfen Sie sich auf ein besseres Leben freuen. Die Zeit des Redens ist vorbei. Jetzt ist Zahltag. Sie sind kein Killer. Sind Sie religiös? Dann dürfen Sie sich auf ein besseres Leben freuen.
ist denn hier los? Der Tubus ist weg. Warum bin ich nicht informiert worden? Wir haben ihn erst vor 2 Stunden entfernt. Was bedeutet, ich meine, das heißt doch, sie kann schon wieder selbstständig atmen und das ist ein gutes Zeichen, habe ich recht? An ihrem Zustand ändert das leider nichts. Nichts. Aber wie? Das heißt nach wie vor keinerlei Aktivität, ja. Leider nicht. Hallo Frieda. Na, legst du eine Spätschicht ein oder gehst du gleich mal nach Hause? Nee, ich arbeite noch. Ich versuche gerade ein Gefühl für diese Raubtierprojektion zu bekommen. Ja, klar. Raubtierprojektion. Es ist wie verhext mit diesem Kerl. Immer wenn ich denke, ich habe es endlich kapiert, dass es aussichtslos ist, ist da wieder so ein Moment von Nähe. Ich kenne Sebastian ziemlich gut und ich kann dir sagen, dass du ihm auf jeden Fall eine Menge bedeutest. Ja, was habe ich davon? Seine große Liebe ist Tanja und das wird sie immer sein. Selbst wenn sie nie mehr aus dem Koma aufwacht. Jetzt denk bitte nicht, dass ich ihr was Böses wünsche. Nein, dass ich... Ich weiß das. Ich kann ihn ja auch total gut verstehen, dass er sie nicht loslassen will oder kann. Aber das heißt eben auch, dass für mich, für uns kein Platz in seinem Leben ist. Und je eher ich mich damit abfinde, desto weniger tut es weh. Und es tut jetzt schon verdammt weh. Sie haben wirklich keinerlei Hoffnung, dass sie wieder zu sich kommt? Das kann man leider nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Aber es sieht nicht gut aus. Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich Dr. Mendez' Meinung dazu auch noch hören möchte. Selbstverständlich. Aber er wird zu dem gleichen Schluss kommen wie ich. Am besten, Sie bringen sie in ein Pflegeheim. Das ist das Beste für Sie. Aber will ich lernen. Ich weiß ja, dass ich quasi nackt anfange. Bei null, meine ich. Mich fasziniert so, dass ein geniales Design ja im Grunde nichts anderes ist als eine saubere Spesenabrechnung. Aber Schulz, wenn es Ihnen doch nur um Zahlen geht, warum sind Sie dann nicht einfach Controllerin geblieben? Wenn Sie mich ausreden lassen, dann verstehen Sie, dass ich nur einen griffigen Vergleich haben wollte. Bitte sehr. Jeder Stich muss an der richtigen Stelle sitzen, damit am Ende die Naht gerade sitzt. Plus und Minus müssen sich ausgleichen, damit alles ineinander greift. Wie bei einem Reißverschluss. Verstehen Sie, was ich sagen will? Nein, aber es war trotzdem sehr aufschlussreich. Mich würde noch was interessieren. Frau Schulz, Sie haben als Controllerin einen wirklich guten Job gemacht. Sie hätten in diesem Bereich sehr weit kommen können. Wieso werfen Sie das einfach so weg? Für die vage Chance hier, ein Praktikum zu ergattern. Weil ich für Mode brenne. Weil es schon immer mein Traum war, Mode zu designen. Ja, und sicherlich haben Sie auch schon als kleines Mädchen Klamotten für Ihre Puppen geklöppelt. Aber es macht Sie noch lange nicht zur Designerin. Vielleicht sehe ich nicht so aus, wie Sie sich eine Designerin vorstellen. Aber das heißt nicht, dass ich nichts von Kleidern verstehe und keine Ideen habe. Ich will ja schließlich kein Model werden. Ich will Mode entwerfen. Und das ist kein übrig gebliebener Kindheitstraum. Das ist das, was ich schon immer machen wollte. Mode kann Menschen glücklich machen, weil Farben einen Menschen verwandeln und nur das Beste in ihnen zum Vorschein bringen. Und warum sind Sie dann Buchhalterin geworden? Weil ich immer die Vernünftige sein sollte. Deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht. Aber seit ich hier bin, weiß ich endlich wieder, wofür mein Herz schlägt. Für Mode, für Eleganz und für Stil. So, jetzt habe ich die Schnauze aber wirklich voll von dem Zoo hier. Egal. Ihn hast du wohl gebracht. Ich sag dir, mit einem Schluck Rum wär's schneller gegangen. Das ist kein Witz. Entschuldigung? Ja. Wir schließen jetzt. Wir haben jetzt eh alles gesehen. Ich will schon mal zum Ausgang gehen. Ja. Schön leise. Bitte! Mach das aus! Ich weiß nicht, wo es ist. Mach das aus jetzt! Mann, Emilio! Was
toll. Vielen Dank. Ist ja gut, Tommy. Ist ja gut. Was hat er denn bloß? Dann ist er doch krank. Also entweder ihm sitzt ein Furz quer oder, und das sage ich an der Stelle nicht gerne, er vermisst einfach Biggie. Ja, irgendwann muss ich auch mal ohne sie gehen. Irgendwann schon, aber noch nicht jetzt scheinbar. Ist ja gut. So scharfe singst du es, das Lied. Und? Wie ist es gelaufen? Frag nicht. So schlimm. Schlimmer. Hättest auf mich hören sollen. Ich weiß. Ich hab's gründlich vermasselt. Ja, also als erstes möchten wir uns bei euch allen bedanken. Ihr habt alle Potenzial, sonst wärt ihr nicht bei uns in der engeren Auswahl gelandet. Aber wie das eben so ist, wir mussten uns entscheiden und leider konnten uns nur drei von euch wirklich überzeugen. Als erstes möchten wir Florentine König in unserem Team begrüßen. Komm her. Ich? Oh mein Gott. Cool. Danke. Gerne. Ebenfalls geschafft hat es Lena Herzog. Dankeschön. Selbst wenn ich mich gerade eben nicht zum Obst gemacht hätte, gegen solche Modepüppis habe ich einfach keine Chance. Ja, und last but not least wollen wir Caro Schulz in unserem Kreativteam begrüßen. Aua! Aua! Das heißt, Sie wollen das Praktikum nicht? Was? Was? Aber jemand wie Berg, der verschwindet doch nicht einfach so spurlos. Was weiß denn ich? Bin ich der Detektiv oder Sie? Hören Sie, ich erwarte so langsam Ergebnisse. Ja. Auf Wiederhören. Ja, die erwarte ich auch. Das Schwein ist hier noch irgendwo und wartet auf seine Chance. Ansgar, du hast Personenschutz für dich und Eva engagiert. Das BKA observiert euch. Der Kerl kommt nicht mehr an euch ran, okay? Sebastian, wenn du die Macht willst, dann bringst du mir dieses Schwein. Weißt du, wie egal mir das gerade ist? Ich soll entscheiden, ob Tanja in ein Pflegeheim kommt, wo man sich dann nur noch um ihre Vitalfunktionen kümmert. Ach ja, und dann gibt es da noch eine andere Frau, die erwartet ein Kind von mir und die möchte langsam mal wissen, wie es weitergehen soll. Ach so. Tanja liegt im Koma. Die Ärzte haben sie aufgegeben und du hast keinen Einfluss darauf, ob sie jemals wach wird oder nicht. Auf der anderen Seite gibt es eine junge Frau, die dir ein Kind schenken will und die dich liebt. Und du Idiot, weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst? Deine Probleme möchte ich haben. Hoffentlich kommt Biggie gleich nach Hause, nicht, dass uns die Nachbarn noch wegen Kindesmisshandlung anzeigen. Ich kann nicht mehr. Hey, Tommy. Ich bin's doch, dein Papa. Ich dachte, du fändest es mal ganz cool mit uns zwei Männern hier alleine. Ja, so gut findet er es vielleicht doch nicht. Frau Schumann, sie schickt dir hin. Tut mir leid, dass wir schon extra heute Abend gekommen sind. Ach, mein Mann hat mich zum Bahnhof gefahren, da habe ich noch den letzten Zug gekriegt. Das war ihm bestimmt nicht recht in seinem Zustand, oder? Es geht ihm schon viel besser, er lässt sie sogar herzlich grüßen. Danke. Na? Also Fieber hast du schon mal nicht. Siehst du, Thomas liegt doch nicht an dir, bei Biggie schreit er auf. Weißt du, er war heute nur einmal still, als wir im Tierpark bei den Elefanten waren. Also entweder hat er die Klappe gehalten, weil die Viecher so groß sind, oder wegen den großen Stoßzähnen, ich weiß es nicht. Ach, das kann natürlich sein. Na komm, reiß mal dein Mäulchen richtig weit auf. Ja. Wie? Meinen Sie? Das kann doch gar nicht sein, er ist doch noch viel zu jung. Ja, dachte ich eigentlich auch. Ich wäre auch gar nicht drauf gekommen, wenn Emilio nicht das mit den Stoßzähnen gesagt hätte. Ah. Ja. Du bist ja richtig früh. Da haben wir ja den Übeltäter. Oh, ja. Könnte mich mal jemand aufklären? Ich schnall's gerade nicht. Tommy kriegt sein erstes Zähnchen. Nein. Und was für ein Hauer. Deswegen hast du die ganze Zeit so geschrien. Sie glauben gar nicht, wie erleichtert ich bin. Wir sind so stolz auf dich. So stolz auf dich.
Also, wenn ich mal 30 bin, dann will ich Modedesignerin werden. Und nichts, rein gar nichts kann mich davon abhalten. Überlegen, 3, 9. 3, 9. Genau, und die 0 als Zufall. Okay. Wir sehen uns morgen, ja? Ja, ich schreib dir noch die Website. Danke. Komm, lass uns das jetzt nicht wieder zerreden, ja? Das habe ich nicht vor. Aber einen Satz noch dazu, ja? Ich wollte auf gar keinen Fall mit deinen Gefühlen spielen. Na, vielen Dank. Weißt du, ganz ehrlich, deine pausenlosen Entschuldigungen nerven mindestens genauso wie das ewige Hin und Her. Ja, du hast ja recht. Ich gebe zu, mein Leben ist im Moment das absolute Chaos. Es tut mir auch leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Ah, ja, schon wieder eine Entschuldigung. Es ist nur so, Tanja und ich, wir waren wie Feuer und Wasser. Trotz allem haben wir uns immer geliebt. Sebastian, das weiß ich alles. Danke. Okay. Ist gut. Ich meine ja nur bei uns, bei dir und mir. Ich habe immer das Gefühl, wir verstehen uns. Wir verstehen uns ohne Worte. Ja, wahrscheinlich sogar besser, als wenn ich dir ständig mit irgendwelchen komischen Erklärungen komme. Wozu auch? Ich weiß ja, dass du mich nicht liebst. Nein, es ist sehr unfair, dass ich dich die ganze Zeit in der Luft hängen lasse. Es ist nur so, dass ich mehr Zeit brauche. Mehr Zeit? Sag mal, glaubst du eigentlich, ich warte ewig auf dich? Ja, wir reden später. Danke. Tschüss. Wusste ich doch, dass das klappt. Glückwunsch. Danke. Obwohl, kein Wunder. Bei dem Coaching. Und das, obwohl Tore Hellström auf einmal doch mit dabei war. Ja, solange er dich nicht wieder zu Sexfantasien animiert hat. Dankeschön. Er hat gesagt, ich soll mich ausziehen. Woran würdest du denn da bitte denken? Wie, jetzt ein Strip beim Vorstellungsgespräch? Wie suchen die denn bitte ihre Praktikantinnen aus? Das war ja nur, weil ich vor lauter Nervosität mehr geschwitzt habe als in jeder finnischen Sauna. Lecker. Dann? Und dann habe ich nur noch Unsinn erzählt. Und als ich mich wieder im Griff hatte, habe ich die Jacke aufgemacht und die haben mein T-Shirt gesehen. Naja, wie auch immer, du hast die Stelle ja bekommen, also hast du dich scheinbar überzeugt. Hallo! Hey, und darauf stoßen wir jetzt an. Komm mit. Auf! Caro! Vielen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel mir dieses Praktikum bedeutet. Ich dachte schon, mein größter Wunsch geht nicht mehr in Erfüllung und jetzt bekomme ich doch noch diese Chance. Und die werde ich auch nutzen. Darauf. Auf Caro! Hey. Hey. Und jetzt runter mit der Brause. So, wir haben Geburtstag, ne? Ja. Hallo. Ach, hey. Mann, die war doch zwischendurch total weggetreten, oder? Ich habe echt gedacht, dass sie was eingepfiffen hat. Über wen redet ihr denn?
Caro Schulz. Du, ich finde das übrigens großartig, wie sie euch mit ihren Entwürfen überzeugt hat. Naja, so wirklich überzeugt hat sie uns nicht. Nee, zumindest nichts Eigenes, alles schon mal da gewesen. Ja, aber ich weiß ja, dass sie eigentlich ganz tolle kreative Ideen haben kann, wie diese Panther-Projektion. Ich hoffe halt nur, dass es keine Eintagsfliege war. Ja, aber ehrlich gesagt verstehe ich dann nicht, warum ihr den Praktikumsplatz gegeben habt. Sie wollte ihn unbedingt. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir sie bisher auch falsch eingeschätzt und es steckt wirklich mehr in ihr. Ach komm, machen wir uns nichts vor. Als Controllerin war sie super, aber nicht so kreativ wie ein Mahnbescheid vom Finanzamt. Sie wird nie mehr sein als unser kleiner Taschenrechner. Da ist Frau Schneider in eine schwere Krise gestürzt. Das Essen war ausgezeichnet. Ich habe nur keinen Appetit. Hey, was immer dich bedrückt, sag's mir einfach, okay? Ist da jemand? Eine Katze. Schon lustig, oder? Im Restaurant sitzen die Bodyguards die ganze Zeit am Nebentisch und glotzen einen an. Und jetzt, in freier Wildbahn, wenn man mal einen bräuchte, keiner zu sehen. Berg wird dich nicht mehr lange bedrohen, okay? Ansgar, bitte lass es einfach. Wir haben uns, wir lieben uns. Wir fangen ganz neu an, weit weg von hier. Alles andere interessiert nicht mehr. Ich lebe, es geht uns gut. Bitte, vergiss Berg. Und lass uns nur noch nach vorne kommen. Und was ist mit deinen Albträumen? Die werden auch irgendwann verschwinden. Darauf will ich mich nicht verlassen. Na komm, lass uns gehen.